Hunde können in den unterschiedlichsten Berufsfeldern eingesetzt werden. Aber haben Sie schon einmal etwas von einem Schulhund gehört? Nein? Dann jetzt genau aufgepasst. Wir stellen Ihnen Luna vor. Und nur so viel vorweg. Auch wir waren begeistert. Luna ist ein Hund und sie ist in unserer Schule der Schulhund. Ein Schulhund ist halt ein Hund, der in der Schule auch sehr viel hilft beim Lernen. Bei Diktatübungen. Dann bringt die uns verschiedene Sätze und dann schreibt man die ab. Ich finde Luna schön, weil sie uns immer Mut gibt, wenn wir lernen. Und ja, das ist sehr beruhigend, wenn sie immer hier rumläuft. Ich habe viel mehr Spaß beim Lernen als wie früher gehabt. Ja, sie ist kinderfreundlich und macht auch alles mit. Also Luna ist eine braune Labradorhündin, sie ist jetzt 2,5 Jahre alt und wohnt seitdem sie 9 Wochen alt ist bei mir. Ist ein großer Traum gewesen, irgendwann mal einen Hund zu haben, der mit ihr in Erfüllung gegangen ist. Und ja, sie ist eigentlich als absoluter Familienhund zu uns gekommen und das mit dem Schulhund hat sich halt tatsächlich erst über die Zeit entwickelt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es das überhaupt gibt, aber bin dann im Facebook durch Zufall auf Schulhund Sonjo gestoßen und sein Frauchen Isis Mengel und habe da ganz fleißig mitgelesen, weil ich das total spannend fand, mit Schulhund zu arbeiten in der Grundschule. Und je mehr ich gelesen habe, desto interessanter fand ich das alles und habe mich dann schlau gemacht zwecks Ausbildung und ja, dann ging unser gemeinsamer Weg hier in die Schule los. Und das, worauf sie dann guckt, hier geht der Luna-Stern hin, das, worauf sie guckt, da möchte ich gerne Antworten drauf von euch haben. Sie kommt dienstags und freitags immer mit, also 2 Tage die Woche. Und ja, sind halt auch die kürzeren Unterrichtstage. Es ist jetzt schon in dem Jahr ganz viel Routine reingekommen. Also am Anfang, gebe ich ehrlich zu, war ich schon an jedem Schulundtag etwas aufgeregter als normal, weil man muss trotzdem auch bedenken, ich bin ja in erster Linie hier, um den Kindern was beizubringen und mit den Kindern zu arbeiten. Und wenn sie mit ist, ist das noch eine Zusatzaufgabe und ich muss trotzdem allen gerecht werden. Die Arbeit mit den Kindern steht an erster Stelle, aber ich will natürlich trotzdem, dass es ihr auch immer gut geht. Über das Jahr jetzt ist schon viel, viel mehr Routine reingekommen. Wie solltest du dich im Umgang mit einem Hund verhalten? Dritte Frage. Wenn Luna da ist, dann haben wir ganz viele strahlende Kinderaugen. Also es sind, glaube ich, alle voll dabei und ich merke ja auch an der Mitarbeit, wenn wir so Sachen machen mit Luna. Es gibt auch einige Kinder, vielleicht wenn man selber an seine Grundschulzeit denkt, es arbeiten nicht immer alle super mit. Es gibt meistens so die sich immer melden und dann gibt es so die 2 Drittel, die eher sich ruhig verhalten. Ab und zu kommt da auch mal eine Arm hoch, aber das ist halt, naja, eher so die ruhigere Fraktion. Es gibt natürlich auch Kinder, die sind sehr schüchtern und scheu, gerade wenn es so um lautes Vorlesen geht oder so. Luna kriegt die Kinder alle rausgekitzelt. Also wenn Aufgaben mit Luna sind, dann melden sich auch mal Kinder zum Vorlesen, denen das wirklich schwerfällt, vor der Klasse so laut zu sprechen und damit zu machen. Also sie macht da einfach, bringt wahnsinnig viel Mut und auch Selbstvertrauen den Kindern. Ja, in Vorträgen, wenn jemand aufgeregt ist, sie spürt das auch. Sie geht dann hin, legt sich damit dazu und so. Wir lernen auch alle durch sie mehr Ruhe im Klassenzimmer zu haben und genauer zu werden in dem, wie wir miteinander sprechen und wie wir anderen auch was sagen und auch ihr eben Kommandos geben und was sagen. Papier. Davor.
was hast du dir über die Zucht von Hunden gemerkt? Wir arbeiten uns halt immer mehr durch und wir wollen immer mehr wissen und lernen halt dadurch auch, wie wichtig das ist, im Umgang mit einem Hund immer die Körpersprache selber zu kontrollieren. Wenn ich ruhig bin als Mensch und Ruhe ausstrahle, dann ist mein Hund, mein Gegenüber auch ruhig und strahlt das Gleiche auch aus. Und man sieht halt auch ganz deutlich, dass ihr der Kontakt zu den Kindern Spaß macht, dass ihr auch die Arbeit mit den Kindern Spaß macht, das Tricksen, sie lässt sich auch gut auf all die Sachen ein. Fünf. Pfote mit dem rechten Fuß. Hunde. Ja, ich hoffe, dass das so weitergeht, dass sie auch weiterhin für Mut und Zuversicht hier im Klassenzimmer sorgt. Und vor allen Dingen hier in Sachsen würde ich mir halt tatsächlich wünschen, dass das ganze Thema noch ein bisschen mehr publik wird und in naher Zukunft vielleicht sogar noch mehr Schulhunde hier zum Einsatz kommen würden. Weil die Kinder sehr davon profitieren und für den Hund ist es natürlich auch eine Aufgabe, die dem Spaß macht. Ein Labrador ist ein Hund, der möchte Aufgaben erfüllen, der möchte arbeiten. Das ist kein Hund, den man jetzt nur auf der Couch liegen hat und dann nachmittags mal eine Stunde spazieren geht und er ist damit glücklich. Die wollen eine Aufgabe haben, die wollen merken, ich bin wichtig, ich kann was leisten. Und sie hat halt hier ihre absolute Aufgabe gefunden. Sie merkt hier, ich kann was bewirken, ich bin mit da, ich kann hier arbeiten. Und sie ist total ausgeglichen und glücklich, seitdem wir zusammen hier sind. Und das ist super. Also, ja.